Diese Nachricht wird heute allen eingefleischten Lütti und Blanc-Fans den Tag versüssen. Der Schocki-Patron Jean-Jacques Blanc, Catherine und Martin Lütti und der Bösewicht Michael Frick, sie alle sind zurück und flimmern ab dem 5. September wieder täglich über die Schweizer Bildschirme. Ab dann zeigt SF1 nochmal alle 288 Folgen. Und über das Aufleben der Schweizer Schocki-Soap freuen sich natürlich auch die Schauspieler von damals. Ich habe mich irrsinnig gefreut. Das war so eine Erfolgsgeschichte, Leute am Plan. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ja, das ist eine grossartige Sache. Ich finde das herrlich. Ich freue mich natürlich, ist klar. Und vor allem natürlich meine Gespendli wieder 12 Jahre verjüngt anzuschauen. Die Freude ist bei den Darstellern vor allem so groß, weil sie die damaligen Dreharbeiten noch in bester Erinnerung haben. Ich muss gehen, wir haben eine Besprechung mit der Firmenleitung. Es war eine wunderbare Zeit. Also klar, ich war noch total jung und wild. Und von dem her, es waren wahnsinnig gute Zeiten. Ich habe extrem viel gelernt, viele Leute kennengelernt, Freunde kennengelernt. Man hat das miteinander gemacht und man hat eigentlich jede Freude gehabt, am Morgen dorthin zu kommen und auf die Arbeit zu gehen. Man ist am Morgen dorthin gekommen. Man hat mehr oder weniger so ein bisschen geregelte Arbeitszeiten gehabt. Man hat einen Haufen Freunde kennengelernt, andere Schauspieler, die man vorher nicht kennt hat. Insgeheim hoffen die Schauspieler sogar, dass es mit der Erfolgssoap weitergeht. Ob mit der gleichen Besetzung oder nicht. Unbedingt die gleiche. Weil das Spannende ist ja, wenn man nachher sagt, Jahre später, also 10 Jahre später oder ich weiß auch nicht was, und dann siehst du hier, wo es so ein bisschen abhängt, oder? Und dann siehst du, dass es da ein bisschen mehr Rümpfe hat und die Augen nicht mehr so gross sind wie auch schon. Und das fände ich eben interessant. Das fände ich wirklich interessant. Wie haben sich die Figuren weiterentwickelt? Ich finde, man müsste dann natürlich viele neue Leute nachziehen, es müssten andere Schauspieler, man müsste vieles verändern, aber ich sage jetzt mal eine Hoffnung für die Schweiz oder für unsere Branchen, oder? Also, das fände ich natürlich toll, ja. Das Remake, also 10 Years After, das wird jetzt fortgesetzt. Lütti und Blanc werden jetzt so praktisch wieder aufgenommen, einfach mit den Figuren, die jetzt einfach zeigen, das wäre natürlich auch witzig. Aber wir freuen uns vor allem auf die unglaublichen Gelder, die wir jetzt bekommen, natürlich durch die Wiederholungshonorare, oder? Das ist natürlich eine super Sache. Ich weiß nicht, ob wir Wiederholungshonorare. Ja, aber sicher.